hier unseren Juso-Laden. Hier treffen wir uns, hier haben wir unsere Sitzungen, hier diskutieren wir, hier haben wir unseren Spaß. Manchmal geht es aber auch in die große, weite Welt hinaus. Jetzt beispielsweise vom 6. bis zum 8. Februar in Berlin zum Juso-Kongress Linkswende 09. Dieser Kongress findet statt anlässlich des 40. Jahrestags der Linkswende 1969. Dieses Datum ist ein Fixpunkt in der Geschichte unseres Juso-Verbandes. Noch bis 1959 war es so, dass der Juso-Bundesvorsitzende vom SPD-Parteivorstand einfach eingesetzt wurde. In den 60er Jahren verstanden sich die Jusos als brave und immer loyale Plakatklebetruppe der SPD. Auf dem Juso-Bundeskongress 1969 in München dann kam es zum Umbruch. Und wir entwickelten uns zu einem politischen Richtungsverband. Symbol dieses Umbruchs war die Abwahl des damaligen Juso-Bundesvorsitzenden Peter Cortiera und die Wahl des bekennenden Marxisten Carsten Vogt. Auf Basis einer Analyse des Kapitalismus wurde eine konsequent antikapitalistische Politik eingefordert und diese Linkswende von 1969, die prägt unser Verband noch bis heute. Und sie ist Anlass, sich heute noch einmal die Frage zu stellen, was bedeuten denn die damals gesetzten Vokabeln demokratischer Sozialismus und Linkssein für unsere politische Arbeit in der heutigen Zeit? Zum demokratischen Sozialismus. Einige lehnen diesen Begriff ab, einige können mit ihm nichts anfangen. Ich dagegen, wie die große Mehrheit in unserem Verband, möchte an ihm festhalten. Doch was ist unter ihnen zu verstehen? Manch einer versteht darunter die Verstaatlichung der Schlüsselindustrien oder der gesamten Wirtschaft. Manch einer die Einführung eines imperativen Mandats oder einer Räterepublik. Ein anderer wieder versteht darunter die Befreiung von sexuellen Konventionen. Ich glaube, das, was alle eint, die gemeinsame Schnittmenge, ist die Hoffnung, die Vision von einer Gesellschaft, die sich befreit hat von den kapitalistischen Zwängen, von der kapitalistischen Logik. Vielleicht lässt sich der demokratische Sozialismus also nur als Gegenmodell zum Kapitalismus beschreiben. Zum zweiten Begriff, was bedeutet es, links zu sein, lässt sich sicherlich mehr sagen, als dass es das Gegenmodell zur Rechterpolitik ist. Links zu sein gründet in der Feststellung, dass unsere Gesellschaften nach wie vor von Ungerechtigkeiten durchzogen sind. Links zu sein bedeutet also, den Anspruch an eine bessere Welt nicht aufgegeben zu haben. Links zu sein bedeutet aber nicht zu verharren im Lamentieren oder Resignieren, sondern es ist immer auch geknüpft an den Glauben an Fortschritt und an die Gestaltbarkeit und Veränderbarkeit der Dinge. Linke Politik ist also gestaltende und nicht verwaltende Politik. Was ich so allgemein gesagt habe, lässt sich natürlich auch auf Konkretes herunterbrechen. Links zu sein heißt sich nicht zu ergeben in eine vermeintliche Alternativlosigkeit einer Globalisierung, die alleine von ökonomischen Interessen geleitet wird, sondern festzuhalten am Primat der Politik. Links zu sein heißt nicht zu akzeptieren, dass Frauen 22% weniger verdienen als Männer. Links zu sein heißt, an die Vernunftbegabung eines jeden Menschen zu glauben, ihm gleiche Rechte, gleiche Chancen einzuräumen für seinen weiteren Lebensweg. Aber was bedeutet für euch links zu sein? Was bedeutet dieser Begriff? Schreibt uns E-Mails, diskutiert mit uns oder ob ihr Parteimitglieder seid oder auch nicht, kommt mit zum Juso-Kongress Linkswende 09 vom 6. bis zum 8. Februar in Berlin.